Yo, da sind wir wieder bei Dark Souls 3, den Rage-Bann. Wie man in der letzten Folge schon gesehen hat, wie ich geraged bin. Und ich habe es geschafft. Ich habe den Typen immer noch nicht besiegt, aber ich bin einfach durchgerannt. Und hier war eine Feuerstelle. Und die Feuerstelle führt genau hier nach hier unten hin. Und wir können ihn jetzt, glaube ich, einfacher besiegen. Da läuft er lang. Seht ihr? Oh, von hinten. Oh nein, da ist jemand. Scheiße. Ah, verdammt, den habe ich ja ganz vergessen. Nein, 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 nein. Genau, komm her. Fuck. Fuck, fuck. Oh, jetzt habe ich ja, jetzt ja, jetzt kannst du nämlich mal sehen, wie das ist, wenn man 1000 Schläge ein... Wir kriegen nie die letzten AP da bei ihm runter, ey. Jetzt aber. Jawohl. Yes. So muss das. So. Und er droppt nix. Was ein Arschloch. Aber der hat viele Seelen gegeben. Kann das sein? Naja, egal. Zack. Ich frage mich ja jetzt. Oh. Ich dachte, er stirbt sofort. Ob der wieder spawnt. Und das will ich jetzt mal ganz kurz austesten. Und dann können wir noch auf die Brücke drauf. Da ist auch noch was. Aber da ist wieder die ganze Meute. Aber irgendwann muss man da ja mal durch. Erstmal jetzt gucken, ob dieser große Ritter immer wieder spawnt. Ob das ein normaler Gegner war. Tschüss. Tatsache, der spawnt immer wieder, verdammt. Egal. Warum tritt der eigentlich immer? Das muss nicht sein. Hier gehen wir mal runter. Wir gucken, wo uns der Weg hinführt. Auf dem Weg nach Fentania City. Oh. Wurfmesser. Le Wurf. Okay. Sehe keine Treppe hoch, wenn ich da jetzt runterspringe. Erstmal hier lang. Da ist die Treppe. Oh, na guck mal an. Seele eines verlassenen Leichnams. Wunder. Die beten da schon wieder. Oh fuck, woher kommt er denn? Erstmal die, bevor... Hä? Woher kommen die? Da liegt was auf dem Dach. Ein Drache hier, der angebetet wird. Oder sollen wir erstmal hier runterspringen? Komm, wir gehen mal hier runter, gucken, was da ist. Ach, da ist sogar eine Leiter für die Dummen. Herunterklettern. Ui. Oh, oh nein, nicht so einer. Ey. Warum tritt er immer? Das verstehe ich nicht. Schlagen ist um einiges besser. Ach so. Wow. Ich habe ja immer verschlossen. Ah, war ja klar. Eigentlich immer Hoffnung, dass irgendwie etwas da drin ist. Da ist ein Gegner. Aua! Was? Nicht die aggressive Missteile hier. K.
Kettenbrecher, aha. Kleine Titan, ach, die können auch Titanscherben droppen. Das ist cool. Selten, aber cool. Wo bin ich denn jetzt? Da ist auch noch was. Interessant. Schlimm verschlossen. Müssen wir ihn daraus befreien? Dann komme ich später wieder, mein Freund. Halte durch. Ach, guck mal, hier ist die Tür. Ah, nee, das ging ja nicht. Stimmt, ja, verschlossen. Ja, ich und mein Zorro-Gedächtnis hier. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass, wenn ich das jetzt hier wieder anspreche, dass die Monster auch wieder da sind. Da war doch noch einer, genau. Boah. Ah, er schlägt zweimal zu. Was ein Assi. Ausweichen. Okay. Puh. Aha. Ich glaube, das Schwarze verwandelt sich. Da müssen wir schnell machen, ne? Nein! Genau der, den ich nicht erwartet habe, dass er sich verwandelt. Oh mein Gott. Oh fuck, Alter. Er wütet die Erbe rum, ey. Nein, 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 ich will nicht sterben, bitte nicht. Glut und kleine Titanscherbe immerhin. Und Brandbomben. Boah. Ich hätte gedacht, weil sich vorhin dieser Schwarze verwandelt hat, dass sich der wieder verwandelt. Ah, jetzt bin ich mal mega genutzt, ey. Oh Mann. Oh, wie viel Blut. Ja, du gehst mit zu der Meute. Du hast keinen Grund zum Leben. Oh! Beine ab. Was ist das denn? Nein, hinterher! Oh mein Gott! Nein! Oh nein! Große Seele. Oh. Ach du Scheiße. Verdammt, ey. Ich glaube, das wären mega viele Seelen gewesen.
Ja, dann gehen wir mal weiter. Wow! Oh Mann, hab ich mich erschrocken. Oh Mann, ey. Noch mehr Brandbomben. Jetzt die Frage, wo gehen wir lang? Entweder hier runter. Schwarze Feuerbomben. So. Sollen wir erstmal hier runterklettern? Ich hoffe, die sind tot. Oh nein, okay. Okay. Oh oh. Fuck. Oh. Bam, den haben wir aber erledigt. Zu Recht. Cool, erstmal aufsammeln hier. Glut, Glut her damit. Oh, war das anstrengend. Oh Mann, so langsam geht's an meine Nerven. Hier, ey, noch mehr Glut. Aber oh, wie geil ist das denn? Warum kann er das Schwert nicht einfach nehmen? Das verstehe ich nicht. Erstmal was trinken, bevor was Unerwartetes kommt. Sowas wie er hier. Ab hier. Ich höre doch noch was. Hä? Man sieht hier aber auch gar nichts. Oh Mann. Ah ja, ah ja. Okay. Ich wäre ja früher mal eine Feuerstelle, eine neue. Gehen wir erstmal hier hoch.
Ach, guck mal an. Nochmal eine große Seele. Ein bisschen Krach machen hier. Ach du Kacke, da habe ich jetzt mehr Leben verloren. Lasse ich das erstmal. Wo bin ich hier gelandet? Verdorre ich es noch eins hier? Au, Backe. Ja, komm. Ihr wollt es doch wissen, ey, ne? Au! Mistviech. Soll ich mich darüber freuen? Ah, oh. Wurfmesser. Tür aufmachen. Ach, guck mal, ich glaube, ich weiß ungefähr, wo wir wieder sind. Oh, oh. Oh Mann. Jawohl, da haben wir eine Abkürzung freigeschaltet, immerhin. Das ist schon mal was. Lauf, 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 lauf. Boah, sind die Hunde schnell. Aua. Oh, jetzt wollen sie es aber alle wissen. Ach, jetzt ist er hier auch noch. Ja. Nein. Und ich hab... Oh, Mann. Oh, das gibt es doch nicht, ey. Naja, wenigstens... Nein! Reisen. Hoffentlich sind die Seelen dann noch da. Hohe Mauer von Lothric. Weil das waren jetzt schon wieder ein paar Seelen. Das waren 4K oder so. Jawohl. Ja, sogar fast 5. Ah, dass man einmal Leben verliert. Das ist doch Bullshit, Mann, ey. Boah, dieses Spiel, ne? Okay, haben wir jetzt schon gesehen. Ah, jetzt ballert er auch auf mich. Problem ist, jetzt kommen hier auch wieder die ganzen Meute, ne? Ja, das war sowas von klar. Ja.
Aber jetzt können wir auch versuchen, ach, guck mal. Grüne Blüte, ah. Können wir erstmal ein bisschen gucken, was das hier ist. Beschleunigt vorübergehend Ausdauerregeneration, okay. Brandbaum explodiert und fügt Feuerschaden zu. Wo können wir die eigentlich einsetzen? Ups. Können wir die da nicht da oben irgendwie einsetzen? Ah, ordentlich schlecht. Phantom verbanne in ein, ach so, okay. Steigert TP bis zum Tod. Ich würde die gerne ja zuweisen. Naja, egal. Ah, jetzt sind hier auch wieder die Monster, das darf ich nicht vergessen. Und der Dicke auch natürlich. Scheiße. Wie komme ich da nur dran? Von da oben irgendwo? Nee, oder? Nein, daneben! Und tschüss, René. Oh oh. Folgt er mich immer noch, ja. Ja. Ring der Opferung, okay. Ring der Opferung. Nun gut. Da haben wir den Ring der Opferung. Hat ich schon wieder was gedroppt? Ja, damit immer diese Hose des Deserteurs, die ganze Zeit schon. Oh man, jetzt darf ich bloß oben nicht sterben, ey. Obwohl oben ist nicht so schlimm. Fünf Kaseen, da können wir glaube ich wieder eine Sache zumindest aufbessern, vielleicht sogar zwei. Der Bogenschütze. Den kralle ich mir aber noch. Der ist so nervig. Hat der Bogenschütze mich genatzt. So, zurück.
Und ich wollte mal gucken, was man noch so Tolles alles kaufen kann. In dem Feuerbrandschrein, da gucken wir mal zusammen. Vielleicht finden wir ja irgendwas Tolles. Oder Nützliches. Wir haben ein paar Titanenscherben, aber eigentlich möchte ich die ungern benutzen. Wenn wir mal eine neue Waffe finden. Weil wir laufen ja immer noch mit dieser blöden Axt rum. Wir könnten die zwar aufwerten, aber ob ich das will, warum sitzt die denn da jetzt so? Welcome home, Ashen One. Sehr nett. Erstmal verlassen hier. Farewell. Da lang. Ah, well, how may I? Gegenstand kaufen. Was hat sie denn? Sie hat hier Glut. Rufsymbol hinterlassen. Getrocknete Finger. Sollte nur mit größerer Vorsicht benutzt werden. Vielleicht kommt da ja ein Gegner raus. Könnt ihr mir vorstellen. Turmschlüssel. Ich glaube, den brauchen wir. Kettenhemd. Ach cool, die Bolzen sind jetzt nicht so teuer. Das ist schon mal gut. Ashen One, be sure. Er haut da andauernd auf seinen alten Metall rum. Waffe verstärken, Waffe durchwirken, Ausrüstung reparieren. Müssen wir immer noch nix. Hä? Hä? Ah, man kann den sogar verstärken, okay. Achso, wir haben keine Scherben. Na gut. Waffen verstärken. Die sind 80 Seelen wert? Oh, dann, die muss ich auch noch verkaufen dann. Boah, der Bogen ist 450 wert. Cool. Ah ne, das kostet 450. Ach so. Ah. Pretty beaker. Was kostet denn das, wenn ich es verkaufen möchte? Ja. Gib mir ja deine Seelen. Ja? Okay, die geben nur 3 Seelen. Aber die Kettenbrecher, die geben 100, das ist cool. Naja, immerhin. Ashen One. Ja, meine Freunde, das war's mit dieser Folge. Ich bin mal gespannt, wann endlich der nächste Boss kommt. Wir sind ja schon wieder so weit gelaufen. Hätte gedacht, dass wir eigentlich da mal ein, zwei begegnen. Aber ich denke mal, das eine sah aus, als würde ein Boss auftauchen. Das war ja so mega groß. Dort. Wir können ja nochmal gucken, was wir aufbessern. Oh, ich könnte nur einmal aufbessern, ey. Ach komm, machen wir mal ein bisschen Ausdauer. Oh, dann sind wir schon Stufe 20. Ja. Ja, damit. Danke sehr. Am Leuchtfeuer ratzen. Reisen. Turm auf Mauer. Nee, wieder hier hin, denn da haben wir die Abkürzung. Und vielleicht gibt es dann in der nächsten Folge dort einen Boss. Ich bin gespannt. Oder wann der nächste kommt. So, meine Freunde, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, kennt ihr ja. Like da lassen, würde mich freuen. Oder schreibt nochmal in die Kommentare, wie ihr meinen Rage Run hier bei Dark Souls 3 findet. Ja, ansonsten bis dann und macht's gut. Tschüss.